Ja, beschäftigen wir uns doch heute mal ein bisschen mit dem Attack-Helikopter in Battlefield 4, seinen Anpassungen, die man im Menü soweit schon gesehen hat, in der Alpha von Battlefield 4. Und im Prinzip ändert sich nicht viel, außer ein paar Sachen. Und das erste sind gleich mal die Raketen. Da haben wir als erstes hier die ganz normalen Raketen wie in Battlefield 3. Das heißt, sie werden auf Fahrzeuge und so ziemlich viel Schaden machen, werden aber auf Infanterie, denke ich, weniger Schaden machen. Als zweites haben wir hier die Zuni Rocket Pods. Soweit bekannt ist, sollen die mehr gegen Infanterie gerichtet sein. Die sollen also mehr Splash Damage machen und damit weniger effektiv gegen Fahrzeuge sein, dafür eher die Infanterie wegräumen. Bin ich mal gespannt, wie sich das zeigen wird, wie die funktionieren, denn in der Alpha waren die bisher zwar auswählbar, aber leider nicht spielbar. Als Secondary haben wir noch beim Helikopter die Heatseeker hier, die wärmegesteuerten Raketen, auch so ziemlich gleiche das wie in Battlefield 3. Und ich schätze mal, da wird sich auch nicht so viel dran ändern. Könnte natürlich sein, dass sie da noch was bringen. Hoffe ich auch wirklich, weil das könnte schon ziemlich geil werden, wenn man noch ein paar geile Secondary-Waffen dabei hat, weil die sind im Moment, sag ich mal, in Battlefield 3 ein bisschen lahm. Kann man nicht wirklich was damit auffangen. Die Abwehrmaßnahmen gab es in der Alpha nur die Flares. Das wird wahrscheinlich aber wieder so laufen wie in Battlefield 3, dass es den ECM-Störer und die IR-Flares geben wird. Da wird sich sonst auch nicht groß was ändern. Wie das Ganze funktioniert, ist ziemlich genau das Gleiche. Und dann können wir hier noch als viertes, als zusätzliches Stealth auswählen. Ist im Moment das einzigste in dem Rider. Da wird es bestimmt auch noch mehr geben. Auf jeden Fall interessant, dass es da eine vierte Option gibt. Ich hoffe nur, dass Stealth dann nicht funktioniert, wie es aktuell jetzt in Battlefield 3 ist. Nämlich gar nicht. In Battlefield 4, der Alpha, wo man gesehen hat, hat dieses Stealth anscheinend funktioniert, wie es ursprünglich mal war in Battlefield 3, dass man, wenn man unterm Radar geflogen ist, sozusagen unsichtbar war, beziehungsweise nicht gelockt werden konnte mit einer Igla. Und ich hoffe, das kommt so wieder zurück, damit man nicht permanent von Iglas runtergeschossen wird, obwohl man unter dem Radar ist. Beim Beifahrer, beim zweiten Schützen im Attack-Helikopter ist eigentlich so ziemlich alles gleich geblieben. Das heißt, wir haben wieder eine Zoom-Optik wahlweise oder Infrarot-Optik. Dann haben wir oben natürlich die Guided Missile, wo es dann wahrscheinlich wieder TV, lasergesteuerte Missile und so geben wird. Das wird ziemlich genau das gleiche sein. Und unten der Autoloader. Also wie ihr seht, hat sich da nicht viel geändert. Die Frage ist, was sollen sie da auch bringen? Natürlich ist dann auch wieder die Tarnung von der Helikopter dabei, was ich auch sehr schön finde, weil dann sieht das Spiel halt auch jedes Mal ein bisschen anders aus, ein paar mehr optische Reize. Aber ansonsten von der Grundeinstellung ändert sich nichts dran. Ich denke mal, auch diese neuen Zuni-Pods, wo dabei sind, werden nicht wirklich groß zum Einsatz kommen, denn für die Infanterie ist der Gunner da und der Pilot des Helikopters, der zerstört ja normalerweise die Fahrzeuge und so funktioniert das auch am besten. Und ich denke mal, das wird auch so dabei bleiben. Gut, das war es jetzt von meinem kleinen Review vom Anpassungsbildschirm vom Helikopter. Weitere werden bald folgen. Hoffe, hat es euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sieht man sich vielleicht bei einem kommenden Video. Viel Spaß noch und man sieht sich auf dem Schlachtfeld.